Wir sind so vorgegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen die Sozialstandards auf jeden Fall im Leistungsverzeichnis verankern. Da haben wir einmal die ILO-Kernarbeitsnormen reingeschrieben, aber dann auch noch die schrittweise Verbesserung anderer Menschenrechte. Das waren Arbeits- und Gesundheitsschutz und die Zahlung eines gesetzlichen Mindestlohns. Die schrittweise Verbesserung haben wir deswegen gewählt, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir das formuliert haben, das von den Zertifikaten einfach noch nicht anders hergegeben wurde. Also die fordern auch nur die schrittweise Verbesserung und dementsprechend mussten wir uns auch ein bisschen danach richten. Das im Leistungsverzeichnis, in den Teilnahmebedingungen haben wir dann vorgegeben, dass mit dem Angebot schon eine Urkunde abgegeben werden muss, und zwar über die Zusammenarbeit des Steinimporteurs mit einer Siegelorganisation, damit wir sozusagen schon beim Angebot einen Eindruck davon bekommen können, ob da wirklich die Bereitschaft besteht, die Lieferkette offenzulegen und dann auch entsprechende Kontrollen durchführen zu lassen. Also wir konnten mit dem Angebot noch nicht das Produktzertifikat selber verlangen, sondern das dann eben erst mit der Lieferung, aber zumindest mit der Urkunde oder mit dem Angebot musste diese Urkunde abgegeben werden. Und dann sind die Sozialstandards natürlich auch nochmal Bestandteil der besonderen Vertragsbedingungen. Und mit der Lieferung muss dann das eigentliche Produktzertifikat vorgelegt werden. Das ist entweder auf den Rohblöcken drauf tatsächlich oder hängt an den Paletten. Die Lieferungen stehen noch aus. Das heißt, wir müssen dann auf die Baustellen gehen und gucken, ob die Zertifikate auch da sind. Die Bieter wussten erstmal nicht so ganz genau, was sie machen sollen, weil wir einfach diese alternative Verpflichtungserklärung mit eingebaut haben, wo sie dann ankreuzen mussten, welches Zertifikat sie einreichen, welche Urkunde sie jetzt abgeben mit dem Angebot. Und genau, also mit dem Angebot kamen erstmal nicht die richtigen Unterlagen, deswegen mussten wir nachfordern. Und da ist die Offenheit unterschiedlich, aber wir haben letztlich dann die Unterlagen bekommen, die wir haben wollten. Teilweise auch über einen Dialog mit den Siegelorganisationen und mit dem Importeur. Also da muss man einfach mit allen Stakeholdern im Kontakt sein und dann geht das. Die Bewertung der Angebote erfolgte nach dem Preis. Also es wurde das wirtschaftlichste Angebot ausgewählt. Allerdings eben mit der Vorgabe, dass die Sozialstandards erfüllt werden müssen und auch entsprechende Nachweise eingereicht werden. Das heißt, alle Bieter, die das nicht erfüllen konnten, die wurden von vornherein vom Vergabeverfahren ausgeschlossen. Und das erreicht man eben, indem man die Sozialstandards ins Leistungsverzeichnis reinnimmt. Einmal wären das Certifix und Fairstone. Das sind zumindest die beiden Zertifikate, die wir jetzt akzeptieren. Andere Gütezeichen, die gleichwertig sind, werden natürlich auch akzeptiert, aber das sind die beiden, die von uns favorisiert werden. Und was auch ganz spannend war, im Dialog jetzt mit Fairstone zum Beispiel, wurden da auch die Standardanforderungen nochmal angepasst und hochgesetzt. Bei uns zum Beispiel ganz wichtig war, dass von Anfang an ein unabhängiges Audit stattfindet. Das wollen die jetzt auch einführen und das, denke ich, ist auch ein ganz großer Erfolg, also auch in Richtung der Siegelorganisation sozusagen. Die größte Herausforderung ist tatsächlich, dass die Bieter am Anfang nicht so ganz genau wussten, was sie jetzt eigentlich einreichen sollen. Das hat, wie gesagt, dazu geführt, dass mit Angebotsabgabe noch nicht alle Unterlagen da waren. Dann musste man nachfordern. Das hat, weil es da ja entsprechende Fristen dann auch gibt, hat zu einem Zeitdruck geführt und die Bieter sind abhängig von den Importeuren. Die Importeure haben ja das Zertifikat. Und ich denke, es wäre ganz wichtig, beim nächsten Mal wirklich einen Dialog mit den Bietern vorab zu führen, damit die vorbereitet sind und wissen, was sie einreichen sollen. Die Politik steht dahinter. Es war gar keine große Diskussion. Wir probieren das aus. Das sehe ich als Erfolg. Dann auch das Engagement der Schlüsselakteure in der Verwaltung, also einmal Vergabestelle, Rechtsamt, aber auch das Fachamt, also Tiefbauamt. Die mussten mich einfach auch darüber informieren, dass überhaupt Ausschreibungen anstehen. Dann auf Unternehmensseite, denke ich, auf jeden Fall wichtig, insofern als die entsprechenden Zertifikate ja nachgereicht worden sind und die Bauunternehmen dann bei ihren Importeuren eben auch nachfragen, ob entsprechende Kontrollen stattgefunden haben und ob Zertifikate eingereicht werden können. Das hat unter anderem dazu geführt, dass jetzt ein neuer Steinbruch in der Ukraine kontrolliert werden soll. Genau, ich denke, ein Erfolg ist auch, dass diejenigen, die mit der Ausschreibung wirklich betraut sind, das sind bei uns teilweise externe Büros, auch für das Thema sensibilisiert werden. Und
Genau, in Richtung der Siegelorganisation hatte ich es gerade schon gesagt, dass die eben einfach auch mit ihren Standards nachziehen, wenn wir als Kommunen sagen, wir wollen aber ganz bestimmte Sachen ab Beginn der Logonutzung dann auch sichergestellt haben. Der Prozess, den wir jetzt geführt haben, der ist ja sehr positiv verlaufen. Ich muss da auch nochmal betonen, dass das ganz, also eine wesentliche Rolle hat die Beratung durch Wied hierbei gespielt. Und gerade weil das so gut gelaufen ist, würden wir eben auch sagen, wir können das durchaus auf andere Produktgruppen ausweiten, würden dann da auch wieder auf Beratung zurückgreifen wollen. Also ich möchte Ihnen auf jeden Fall mit auf den Weg geben, das schließt sich an die Vorfrage an, dass Sie mit den Bietern vorab in Kontakt treten, in anderen Produktgruppen eben auch gucken, was gibt es für Siegel auf dem Markt, sich entsprechend auch beraten lassen. Also es gibt viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die zu dem Thema arbeiten, zum Beispiel Wied. Es ist wichtig, auch in Kontakt zu sein mit Juristen. Die Servicestelle Kommunen in der einen Welt finanziert zum Beispiel zu 100% eine juristische Beratung, damit man da auch wirklich auf der sicheren Seite ist. Dann ist es sicher hilfreich, eine Stelle einzurichten, die da unterstützen kann. Es gibt die Koordinatoren für kommunale Entwicklungspolitik, die vom BMZ auch gefördert werden. Das ist eine Möglichkeit und das, denke ich, ist relativ erfolgsversprechend für viele Kommunen. Und ich würde Ihnen auf den Weg geben, dass Sie es einfach ausprobieren und auch ein bisschen progressiv und mutig sind, was das alles angeht. Und ja, einfach Ihre Verantwortung wahrnehmen und da mit einer Vorbildfunktion vorangehen. Ich würde mir wünschen, dass im Berliner Landesvergabegesetz explizit drin steht, dass die ILO-Kernarbeitsnorm plus weitere Sozialstandards in allen Stufen des Vergabeverfahrens eingebracht werden können. Der explizite Hinweis ist deswegen wichtig, weil das einfach vielen Bezirken gar nicht bewusst ist, dass das Berliner Ausschreib- und Vergabegesetz eben lediglich Mindestanforderungen vorgibt. Auch ein expliziter Hinweis darauf, dass die ILO-Kernarbeitsnormen Mindestanforderungen sind und nicht alles abdecken, was wir für die jeweiligen Produkte eben brauchen. Also man braucht produktspezifische Kriterien. Und letztlich, denke ich, müssen die ganz einfachen Eigenerklärungen, die jetzt sozusagen als Anlage den Vergabeunterlagen immer beiliegen, sodass die Bieter es ganz einfach haben und das einfach nur unterschreiben können, dass das alles eingehalten ist, die müssten ausgeschlossen werden, unbedingt. Also da sehe ich so die wesentlichen drei Punkte und das müsste dann auch in entsprechenden Verwaltungsvorschriften konkretisiert werden. Und anlehnen kann man sich da gut ans VGV und ans GWB und da gibt es die entsprechenden Konkretisierungen ja auch schon.